Heute nehme ich euch mit nach Arimatsu. Das ist ein Stadtteil von Nagoya und der liegt hier an der Tokaido. Wie ihr wahrscheinlich aus anderen Videos von mir schon wisst, das ist die Straße zwischen Tokio und Kyoto. Und hier gibt es eine unglaublich schöne Altstadt quasi. Die Häuser sind von vor 100 Jahren, alles wunderschön aus Holz gebaut. Und das Tolle an Arimatsu ist, dass es hier eine alte Färbetechnik gibt, die heißt Arimatsu Shibori. Und das möchte ich euch heute zeigen. Ich habe nämlich extra einen Workshop gebucht, an dem ich heute teilnehmen werde. Und dann werde ich euch ein kleines bisschen zeigen, wie Arimatsu Shibori funktioniert. Die ganzen Leute, die hier durchgereist sind, die haben hier einen kurzen Stopp gemacht und haben hier lauter gefärbte Handtüchlein zum Beispiel gekauft. Und das war so die Haupteinnahmequelle der Leute hier in der Stadt von Arimatsu. Es gibt auch so ein paar Häuser, die sind der Öffentlichkeit zugänglich. Zum Beispiel das hier drüben. Das ist das Ota-Haus, was natürlich auch eine Familie war, die früher hier gefärbte Sachen verkauft hat. Also hier könnt ihr sehen, das hier war so die Shopfront. Wenn man diese ganzen Fenster hier öffnet, dann wurden die Sachen hier ausgelegt und dann konnte man die direkt von der Straße aus hier kaufen. Hier könnt ihr auch sehen, wie diese Sachen, wenn sie noch geknotet sind, ausschauen. Wenn das jemand Professionelles macht, dann schaut das so aus. So, und wie ihr jetzt hier sehen könnt, da geht ganz schön weit nach hinten dieses Haus oder insgesamt diese Häuser, die sind immer sehr, sehr lang nach hinten. Es schaut von vorne immer nicht so aus, aber da kann man echt viel sehen. Oh, und jetzt Holz hier. Und außerdem die Holzbalken, schaut euch die mal an. Die sind immer mega cool hier. In dem Zimmer hier ist lauter alte Furniture. Wow, mein Deutsch wieder heute. Ihr wisst, was ich meine. Hier bei dem Haus könnt ihr auch sehen, wie weit das nach hinten geht. So Leute, das hier ist das Atelier von Aya Osaka. Es heißt Aya Irodori. Und hier gibt es ganz, ganz viele tolle Sachen, die alle gefärbt sind, geknotet und gefärbt. Das ist nämlich das Spezielle an dieser Färbetechnik. Um euch jetzt ein bisschen so die Geschichte davon zu erzählen. Färbetechniken oder sowas wie Shibori gibt es überall in Japan. Es hat seinen Anfang in Kyoto gefunden. Vor über 400 Jahren kam es dann hier nach Arimatsu, was jetzt mittlerweile ein Stadtteil von Nagoya ist. Das Besondere an der Färbetechnik hier in Arimatsu ist, dass es über 100 unterschiedliche Techniken gibt, um diese Sachen hier zu färben. Traditionell wird hier natürlich insbesondere mit Indigo gefärbt, aber hier im Laden wird in allen Farben des Regenbogens gefilmt. Das heißt, man kann sich wirklich jegliche Farbe aussuchen. Ich persönlich liebe ja alles, was es hier gibt. Leider alles nicht so wirklich preiswert. Diese Täschchen hier zum Beispiel finde ich auch super süß, aber ui, die sind sogar günstig. 5.500 Yen, da könnte ich mir sogar eins leisten. Das überlege ich mir später noch. Den hier habe ich übrigens das letzte Mal gekauft, als ich hier war. Ganz, ganz super schön farbig. Die sind günstig, natürlich. Aber wenn man sich hier so einen Schal oder sowas kaufen möchte, dann kann das schon ganz schön ins Geld gehen. 22.000 Yen. Aber schön. So, jetzt geht's an den eigentlichen Workshop. Ich habe mir heute ein T-Shirt mitgebracht von Uniqlo. Das ist 100% Baumwolle. Das letzte Mal habe ich das falsch gemacht. Dieses T-Shirt habe ich auch hier gefärbt. Der Grund, warum das so jeansmäßig farben aussieht, ist, dass das irgendwelche synthetischen Fasern auch hat. Und deswegen wird das nicht so wunderschön blau. Anyways, also weißes T-Shirt aus Baumwolle. Und das darf ich jetzt dann mit Indigo färben. Und auf dem Tablet hier gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Muster. Also schauen wir mal. Das Schwierige ist jetzt wirklich, sich zu entscheiden. Ich habe mich schon entschieden, dass ich auf jeden Fall in Indigo färben möchte, nicht mit irgendwelchen anderen Farben. Aber abgesehen davon habe ich noch nichts entschieden. Okay, so, ich habe mich jetzt entschieden für dieses T-Shirt-Design hier. So ein bisschen schräg wieder. Das hier ist ja auch so ein bisschen schräg. Ich habe noch keine Ahnung, wie das funktionieren wird, damit das so als Resultat aussieht. Aber das wird die Künstlerin mir jetzt dann gleich erklären. Also, ich mache jetzt hier so kleine, keine Ahnung, wie man das nennt, so kleine Häufchen. Gar nicht so einfach, wie ich mir das jetzt vorgestellt hatte. So.
Also das Wichtige ist, dass es nicht rund wird, sondern... Ach. Ich stelle mich, glaube ich, gerade ein bisschen doof an. Egal. Achso, ist klar. Irgendwie wird das... Weil ich das heute als schräges Design ausgesucht habe, scheint das nicht so einfach zu sein. Ich mache es mir immer selber schwer. Egal. 体験で参加してる人で、うん、思ってた通りに行ってない人とかは割合的にどれぐらいいますか ?1 割ぐらいかな。あ、そうですか。はい。Okay, das ist jetzt wirklich schwierig, weil ich jetzt auch noch da den, wie sagt man das? Den Halsausschnitt habe, der mir jetzt zu schaffen machen wird, damit das schön ausschaut. Okay, also der letzte Schritt hier jetzt beim Umwickeln ist so alle 1 cm einmal rumzuwickeln und das festzuziehen. Also hier wickeln, einmal drum und dann festziehen. Wieder 1 cm rumwickeln und festziehen. So, mein Werk ist fertig. Das ist moderne Kunst. Aber natürlich, hier schaut der Ärmel raus. Hallo! Das ist jetzt fertig zum Färben. Der nächste Schritt, ganz, ganz wichtig, das muss erstmal ins Wasser, damit sich das, die Fäden ausdehnen, glaube ich. Also das muss auf 60 Grad aufgeheizt werden, das Wasser. Und dann kommt die Indigo-Farbe rein. Jetzt wird es stinkig. Das, was sie da reintut, das ist ein bisschen stinkig. Ah ja, okay, jetzt wird es stinkig. Oh ja. Puh. Und das ist die Indigo-Farbe. Damit... echt stinkig. Damit wird das Ganze jetzt dann blau. Da ist mein Zeug noch drin. Da ist die Farbe vorbereitet. Und jetzt... Okay, dann ist das jetzt gleich nicht mehr weiß, sondern blau. So, dieses suppige Zeug hier, das muss jetzt für eine Stunde, nein Quatsch, für 12 Minuten gekocht werden und das muss umgerührt werden. Deswegen habe ich jetzt hier eine wunderbare Stahlstange gekriegt, damit ich das die ganze Zeit jetzt hier umrühren darf. Also, hier. Ich fühle mich wie so eine Hexe. Das Wichtige ist, dass es eine Stahlstange ist, weil wenn man Aluminium oder sowas verwendet, dann wird das sofort rostig. Ich weiß nicht, ob rostig das richtige Wort ist. Egal, es wird, geht kaputt. So, noch 40 Sekunden. Dann ist das hier auch fertig. Okay, fertig. Jetzt kommt ins Wasser. Boah. Die Stunde der Wahrheit. Okay. Also am besten die Fäden nicht schneiden, sondern abwickeln, weil wenn ich nämlich falscherweise in den Stoff rein schneide, dann ist ein Loch drin. Und deswegen wickeln wir das jetzt hier schön ab. Okay, okay, okay. Seid ihr bereit? Tada! Schön! Ganz toll sieht das aus. So schaut es aus. Das ist der untere Teil vom T-Shirt. Jetzt kommt hier noch der andere Teil. So, 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 jetzt sind alle Fäden weg und tada! Cool. Ha, sehr schön. Sie legt jetzt das T-Shirt hier hin, damit sie ein schönes Foto machen kann.
Das kommt dann auch wieder in die Liste der Kunstwerke hier, damit die nächsten Leute das aussuchen können und selber machen. So, also mein wunderschönes T-Shirt hier ist fertig. Es ist eingepackt, weil es noch ein bisschen nass ist. Wenn ich jetzt gleich zu Hause bin, dann werde ich es aufhängen und trocknen und dann kann ich es morgen anziehen. Da freue ich mich schon drauf. Das ist nämlich wirklich, wirklich schön geworden. Diese Vorhänge, die hier vor jedem Laden hängen, die sind übrigens auch alle aus Arimatsu Shibori gemacht. Das sind hier alles kleine Knötchen, um da diese Schriftzeichen zu machen. Da steht hier übrigens Arimatsu. Und damit bin ich jetzt auch am Ende der Straße von Arimatsu wieder angekommen. Ich hoffe, euch hat Arimatsu gefallen und auch der Färbe-Workshop, den ich gemacht habe. Wenn ihr Interesse habt, sowas auch selber zu machen, dann kontaktiert mich bitte und ich kann das für euch organisieren. Wenn ihr jetzt noch irgendwelche Fragen habt, dann stellt sie bitte in den Kommentaren unten. Und wenn euch dieses Video hier gefallen hat, dann bin ich mir sicher, dass euch dieses Video hier auch gefallen wird. Also klickt da auf jeden Fall drauf. Und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss!